Hey, Anja hier für tabletblog.de. Hinter mir findet gerade eine Pressekonferenz von Asus statt, denn wir sind hier für die Computex alle nach Taiwan gereist. Und während die sich alle da drin die Pressekonferenz anhören, bin ich mal hier draußen Videos machen, denn wir haben hier schon das neue Asus Transformer Pad TF103C stehen. Das ist die günstigere Variante der neuen Android Transformer Reihe von Asus. Es gibt auch das Asus Transformer Pad TF303, das hat etwas bessere Hardware, die hier ist nicht ganz so gut. So hat das 10,1 Zoll große Display nur eine 27p Auflösung, also 1280x800 Pixel, und kein Full HD wie das 303 es hat. Hier drin steckt aber der gleiche Prozessor, das ist der Intel Atom Z3745, ist ein Quad-Core Bay Trail Prozessor, der bei bis zu 1,86 GHz taktet. Anstatt 2 GB RAM haben wir hier drin leider nur 1 GB RAM, und hier wird es Versionen mit 8 GB und 16 GB internen Speicher geben. 32 GB wird es hier offenbar nicht geben. Gehen wir mal weiter um das Tablet herum. Wir haben hier oben eine 0,3 Megapixel Frontkamera. An der Seite haben wir diesmal leider keine Lautsprecher, wie es beim 303 der Fall ist. Die werden also hinten sein, das werden wir dann gleich noch sehen. Dann natürlich das 10,1 Zoll große IPS-Display. Dann drehen wir es doch mal hier zur Seite. Dann hier haben wir einen Audioanschluss. Auf der Rückseite haben wir eine 2-Megapixel-Kamera, also keine 5-Megapixel wie bei dem etwas besseren Modell. Hier oben dann ein Power-Button. Auf dieser Seite haben wir ein Micro-SD-Karten-Slot, dann eine Lautstärke-Wippe und hier unten ein Micro-USB-Anschluss. Nehmen wir das Tablet mal aus dem Tastaturdock heraus und schauen uns an, was wir hier unten haben. Das ist einfach der klassische Anschluss für das Tastaturdock. Ich suche gerade die Lautsprecher. Die sind hier auf der Rückseite. Das ist nicht so schön. Beim 303 sind die vorne, und das ist auch deutlich besser, wenn man irgendwo im Hotel sitzt und Musik hören möchte. Das Gehäuse hier ist natürlich auch aus Kunststoff. Das hat nicht hier die gleiche Oberfläche wie das 303. Fühlt sich auch ein bisschen günstiger an. Ein kleines bisschen wie vom aktuellen Nexus 7 vielleicht. Das ist so ein bisschen, ja, ein bisschen gummiartig. Hier hinter mir, oder vielleicht bin ich es auch, der den Alarm auslöst. Aber damit müssen wir jetzt leben. Hier drauf läuft Android 4.4 KitKat. Das schauen wir uns mal ganz schnell an. Das haben wir nämlich hier, Android 4.4.2. Gut, dann kommen wir zum Tastaturdock. Das haben wir hier, ist ein klassisches Tastaturdock von Asus, wie wir es schon die ganze Zeit von der Transformer-Serie kennen. Auf der Tastatur kann man recht gut schreiben, wenn man sich ein bisschen daran gewöhnt hat, aber es hat eben nicht die volle Größe wie bei einem Ultrabook beispielsweise. Und hier unten haben wir dann das Trackpad. Was immer ganz praktisch ist, ist der volle USB 2.0-Anschluss, den wir natürlich auch hier haben. Sonst haben wir hier keine weiteren Anschlüsse, und ich denke auch nicht, dass am Dock ein extra Akku integriert ist, weil, wie gesagt, das Tablet hier wird gerade erst offiziell angekündigt. Dann wissen wir alle Details von dem neuen Asus Transformer Pad TF103C. Sonst soll die Akkulaufzeit aber bei 9,5 Stunden liegen, und ich denke real, wenn man da auch so auf 7 Stunden kommt, dann ist das ganz ordentlich, wenn der Preis denn günstig ist, und das dürfte er sein. Ich gehe mal davon aus, dass er bei 299 € liegen wird, das rate ich jetzt, aber schaut in die Beschreibung, in den Link zu tabletblog.de, dort seht ihr dann alle Informationen, sobald das Tablet hier offiziell vorgestellt wurde. Gut, das ist das Asus Transformer Pad TF103C. Ich bin Anjay für tabletblog.de. Vielen Dank fürs Zusehen.